Sängerin FKA Twigs, 32, hat Klage gegen ihren Ex-Freund Shia LaBeouf eingereicht. Es ist eine ganze Reihe harter Anschuldigen. Der 34-Jährige soll die Musikerin während ihrer Beziehung unerbittlichem Missbrauch ausgesetzt haben. Von sexuellen Übergriffen, gewalttätigen Angriffen sowie emotionalem Missbrauch ist die Rede. Sie wirft ihm auch vor, sie wissentlich mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt zu haben. Wie die New York Times berichtet, habe FKA Twigs, die mit bürgerlichen Namen Thalia Debrett Barnett heißt, in der Anklage beschrieben, LaBeouf habe während der Beziehung bestimmte Regeln aufgestellt. Zum Beispiel, wie oft sie ihn küssen und berühren musste und wie sie sich anderen Männern gegenüber verhalten soll. Er mochte es demnach angeblich nicht, wenn sie mit männlichen Kellnern sprach oder sie auch nur ansah. Daher habe sie gelernt, immer die Augen auf den Boden zu richten, wenn sie von Männern angesprochen wurde. Hielt sie sich nicht an die Regeln, soll er sie gewaltsam umgesetzt haben. Es soll so schlimm geworden sein, dass sie sich nachts nicht mehr getraut habe, auf die Toilette zu gehen, da der Transformer starr mit einer Waffe neben dem Bett geschlafen habe. Sie hatte Angst, für einen Einbrecher gehalten und von ihm erschossen zu werden. Nachdem sie den Mut gefunden hatte, Shia LaBeouf 2019 zu verlassen, soll er sie gewaltsam gepackt und in einen anderen Raum eingesperrt haben. Dies bestätigte die Haushälterin. Twigs äußerte sich selbst zur Anklage in einem Post auf Instagram. Ich hoffe, dass ich durch das Teilen meiner Erfahrung anderen wirklich helfen kann, zu fühlen, dass sie nicht alleine sind. Außerdem wolle sie denen helfen, die jemanden kennen, der in einer Beziehung missbraucht wird und die nicht wissen, was sie tun können. Es kostete dennoch Überwindung, bis die Musikerin ihre Geschichte publik machen konnte. Mein zweitschlimmster Albtraum ist es, mit der Welt teilen zu müssen, dass ich häusliche Gewalt überstanden habe, schrieb sie in ihrem Post. Mein allerschlimmster Albtraum ist aber, niemandem etwas zu erzählen und zu wissen, dass ich auch nur einer Person mit dem Teilen meiner Geschichte hätte helfen können. Es ist nicht das erste Mal, dass es Missbrauchsvorwürfe gegen Shia LaBeouf gibt. Seine Ex-Freundin Caroline Farr warf ihm ebenfalls vor, ihr gegenüber gewalttätig gewesen zu sein. Der Transformers Star nahm in einer Erklärung in der New York Times zu den Vorwürfen Stellung und sagte, dass viele dieser Anschuldigungen nicht wahr sind, aber er übernimmt Verantwortung für seine Fehler. Ich bin nicht von meiner posttraumatischen Belastungsstörung und Alkoholsucht geheilt. Ich verpflichte mich, zu tun, was nötig ist, um zu heilen, und es wird mir auf ewig für die Leute leid tun, denen ich auf dem Weg wehgetan habe.